Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur sechsten Sitzung unseres Seminars Sprache und Diskriminierung. Heute mit der ersten von zwei Sitzungen zum Thema Rassismus, in der wir uns vor allem mit spezifisch linguistischen Theorien und Modellen zum Thema Rassismus auseinandersetzen möchten. Doch zunächst ein Rückblick auf die letzte Sitzung. Wir haben uns beschäftigt mit dem Konzept der Priorisierung von Lan-Hornscheid. Das von Lan-Hornscheid selbst beschrieben wird als ein konstruktivistisches Modell zur Analyse diskriminierender Sprachhandlungen. Dieses Modell zielt darauf ab, zu untersuchen, ich zitiere, inwiefern in konkreten Sprechhandlungen bestimmte gesellschaftliche Normalvorstellungen aufgerufen werden und welche Konsequenzen dies für Sprachhandlungen hat und inwiefern Sprachhandlungen kontinuierlich Teil der Aushandlung gesellschaftlicher Normalvorstellungen sind. Und genau das ist der Dreh an diesem Konzept, dass man eben den Blick auf diese Normalvorstellungen lenkt. Das heißt, dass dadurch auch strukturelle Diskriminierungen analysierbar werden, auch unabhängig von den Intentionen derer, die sie äußern, aber auch unabhängig von subjektiven Betroffenheitsgefühlen. Und wir hatten dazu uns ein Beispiel angeschaut, was mir auch selber in der Sitzung unterlaufen ist. Sie erinnern sich, ich hatte Sie gebeten, mal zu überlegen, wie Sie dieses Konzept Ihrer Oma erklären würden. Und darin eingelassen ist ja eine bestimmte Normalvorstellung, dass Omas normalerweise nicht in der Lage sind, mit solchen Konzepten umzugehen. Und was ganz Ähnliches ist mir nun am Muttertag unterlaufen. Da hat nämlich Firefox diesen Tweet abgesetzt. Muttertags-Challenge, erklär deiner Mama in einem Satz, was ein Passwortmanager ist, in den Kommentaren. Und in dieser Werbung, wenn man es mal als eine solche bezeichnen möchte, findet man nun genau das, was wir auch in der Sitzung besprochen hatten. Versuchen wir es mal aufzulösen. Hier wird eine Normalvorstellung aufgerufen und auch reproduziert, dass Mütter normalerweise nicht in der Lage sind, mit Passwortmanagern umzugehen, dass sie selber dieses Tool nicht benutzen und dass sie auch noch nicht mal in der Lage sind, es zu begreifen, wenn man es ihnen erklärt, weil es hier als eine besondere Challenge ausgerufen wird, das ihnen zu erklären. Und genau diese Normalvorstellung, die hier aufgerufen wird, Frauen oder Mütter als normalerweise technisch unbegabt, als dumm, als begriffsstutzig, genau hierin liegt der diskriminierende, genauer der sexistische Gehalt. Ich bin nicht der Einzige mit dieser Einschätzung. Ganz viele der drunter Kommentare haben sich in ganz ähnlicher Weise geäußert. Der Tweet ist auch inzwischen schon längst gelöscht. Gut, und damit kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Sitzung. Rassismus. Was ist eigentlich Rassismus? Dazu habe ich mal im Duden nachgeschlagen. Da finden wir eine dreischrittige Definition. Erstens, meist ideologischen Charakter tragende zur Rechtfertigung von Rassendiskriminierung, Kolonialismus oder Ähnliches entwickelte Lehre, Theorie, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen oder ethnisch-kulturellen Merkmalen anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sein sollen. Ja, also hier ist eher der Aspekt, dass das so eine Ideologie ist, die manchmal sogar zur Lehre oder zu einer wissenschaftlichen Theorie, zu einer pseudowissenschaftlichen Theorie ausgebaut wurde. Dann zweitens, dem Rassismus entsprechende Einstellung, Denk- und Handlungsweise gegenüber Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen oder ethnisch-kulturellen Merkmalen. Schließlich drittens, dem Rassismus entsprechende institutionelle gesellschaftliche Strukturen. Ja, also hier wird zweitens ist es eher die Denkweise, die auch bewusst werden kann. Und bei drittens ist es das, was wir strukturellen Rassismus nennen. Es wird fortgeführt mit bestimmten biologischen und kulturellen Merkmalen, diskriminiert werden. Ja? Also Rassismus als Grundlage für Diskriminierung. Interessant ist hier, dass biologisch ergänzt wird durch ethnisch-kulturell. Wir werden auf genau diesen Aspekt später noch zurückkommen. Eine etwas andere Definition, die eher diskursanalytisch orientiert ist, findet sich bei Frederikson. Ich möchte zitieren, wollen wir eine knappe Formulierung wagen, so könnten wir sagen, dass Rassismus vorliegt, wenn eine ethnische Gruppe oder ein historisches Kollektiv auf Grundlage von Differenzen, die sie für erblich oder unabänderlich hält, eine andere Gruppe beherrscht,
ausschließt oder zu eliminieren sucht. Ja, hier sind die Differenzen, die gezogen werden, ganz zentral und das Ansetzen und diskursive Relevanzsetzen von Differenzen ist das, worum es hier geht und was sich dann in der Folge natürlich auch sprachlich beobachten lässt. Es braucht nach Fredrickson zwei Elemente, damit intergruppale Diskriminierung, die wir in vielerlei Hinsicht beobachten können, auf verschiedensten Ebenen, damit das wirklich zu Rassismus wird, nämlich einmal die Überzeugung, so sagt Fredrickson, dass die Unterschiede zwischen den Gruppen dauerhaft und unauslöschlich sind. Es gibt also keine Möglichkeit der Bekehrung sozusagen, weil man eben sozusagen von Natur aus diese und jene Eigenschaften hat. Und zweitens, ganz wichtig, die politische und soziale Seite der Ideologie. Es braucht also die Verknüpfung der Unterschiede mit der Ausübung von Macht im Namen der Rasse, wie er sagt, und daraus Folgen resultieren, daraus resultieren Muster von Herrschaft und Exklusion. Gerade dieses Moment der Exklusion ist das, was auch Stuart Hall übrigens in seinem Rassismuskonzept ganz zentral setzt. Auch darauf komme ich gleich nochmal zurück. Fredrickson konturiert sein Konzept zwar diskursanalytisch, geht aber nicht wirklich dezidiert auf sprachliche Aspekte ein. Und hier setzt nun das Rassismuskonzept nach Hoffmann an. Sie haben dazu den Text zur Vorbereitung gelesen, der so eine mehrschrittige Rassismusdefinition vorlegt. Und man kann an allen Schritten, auf allen Ebenen, so ist das Ziel dieses Modells, ganz konkret ansetzen, welche sprachlichen Mittel hier erwartbar sind, greifen und dazu führen, dass Rassismus so wirkt, wie er eben wirkt. Ich möchte das Modell hier der Reihe nach aufbauen. Zunächst mal, das haben wir schon in vielen Texten gesehen, mit denen wir uns beschäftigt haben, vor allem auch bei Graum und Wintermantel, gibt es zunächst mal diese Unterscheidung zwischen einer Wir-Gruppe und der Die-Gruppe, wobei die Wir-Gruppe neutral oder sogar positiv und die Gruppe negativ bewertet wird. Und hier finden wir, kommt es zu einer Polarisierung, zunächst mal so eine Abtrennung, bei einer polarisierenden Abtrennung dieser beiden Gruppen. Das führt dazu, dass zusätzlich zu der Aufspaltung von Gruppen dann auch einzelne Individuen in diese Gruppen eingeordnet werden und dabei auch entindividualisiert werden, wobei diese Entindividualisierung, werden wir gleich sehen, ungleich verteilt ist und bei der die Gruppe lassen sich wesentlich stärkere Homogenisierungstendenzen und Effekte beobachten. Diese Polarisierung nun, das ist das Entscheidende, was für Rassismus verantwortlich ist im Vergleich zu anderen Diskriminierungsformen. Diese Polarisierung beruht auf dem, was Hoffmann die Indikatoren nennt, also Eigenschaften, die als unveränderlich und reproduzierbar gelten, die häufig auch wahrnehmbar sind an äußeren Merkmalen, wie zum Beispiel Hautfarbe, aber nicht nur, sondern eben auch in solchen Dingen wie Abstammung, kulturelle Eigenschaften und so weiter verortet sein können. Wichtig ist, sie sind unveränderlich und gelten als reproduzierbar, womit so eine quasi biologische Komponente eigentlich immer eingebaut ist. Dann kommt es nun auf dieser Grundlage zu dem, was Hoffmann epistemische Zuschreibungen nennt. Das heißt, der Die-Gruppe werden Dispositionen und Handlungspraktiken zugeordnet, zugeschrieben, die typischerweise negativ bewertet werden. Das kann sowas sein wie Faulheit zum Beispiel oder mangelndes technisches Geschick oder generell die Unfähigkeit zu bestimmten kulturellen Praktiken. Das wird der Die-Gruppe insgesamt zugewertet und an diesen unveränderlichen, diese unveränderlichen Eigenschaften gekoppelt. Bei der Wir-Gruppe gibt es auch epistemische Zuschreibungen, allerdings gerade positiv bewertete Diskussionen und Handlungspraktiken. Und hier kommt noch ein Punkt dazu, dass die, was ich schon beschrieben hatte, als die ungleiche Verteilung der Homogenisierungstendenzen, wenn sich eben bei der Wir-Gruppe doch mal abweichende Verhaltensweisen beobachten lassen, dann werden die typischerweise den Individuen zugerechnet. Ja? Also hier gibt es größere Spielräume für Individualität, wohingegen bei der Die-Gruppe alles zugerechnet
tatsächlich der Zugehörigkeit zur Gruppe zugeschrieben wird und darin verankert gesehen wird. Ja, und diese beiden Zuschreibungen, positiv und negativ, bedingen sich insofern wechselseitig, als die negative Fremdbewertung eine Aufwertung des eigenen beinhaltet und umgekehrt die Aufwertung des eigenen eine Abwertung des Fremden begünstigt. Und hieraus nun, wir können jetzt hier überall uns überlegen, wie funktioniert das, hier durch Pronomen zum Beispiel, dann durch Zuschreibungen und Prädikationen, wie es genannt wird in der Linguistik. Und all das legitimiert nun, begründet und führt zu hegemonialen Praktiken, dass also Normalitätsvorstellungen einseitig diktiert werden. Es führt zu sprachlicher bis hin zu physischer Aggression. Es führt aber vor allem dazu, dass die Gruppe, Entschuldigung, das muss ich, das mache ich gleich mal, das ist so wichtig. Das muss ich natürlich so, Entschuldigung, aber das war wirklich wichtig. Es führt zur Exklusion der die Gruppe. Ja. Gut, das ist das Modell, wie sich es schrittweise aufbaut. Ein ganz ähnliches Rassismuskonzept finden wir bei Wodak Reisigel, das ich auch noch hier kurz vorstellen möchte. Das geht auch in vier Schritten vor. Rassismus beginnt nach Wodak Reisigel mit der polarisierenden Markierung und Generalisierung natürlicher und kultureller Unterschiede, um daraus homogene Gruppen zu konstruieren. Ja, so ganz ähnlich, wie wir es bei Hoffmann auch gesehen hatten. Und dann kommt es dazu, dass diese kulturellen Unterschiede naturalisiert werden. Das heißt, es kommt zu einer Verknüpfung unabänderlicher und meist auch sichtbarer Eigenschaften, allen voran im klassischen Rassismus die Hautfarbe, eine Verknüpfung mit solchen unabänderlichen Eigenschaften, mit sozialen, kulturellen und mentalen Charakteristika. Ja, und dann werden eben mentale Charakteristika, bestimmte mentale Dispositionen oder auch soziale Eigenschaften werden begründet in diesen vermeintlich unabänderlichen, natürlichen Eigenschaften. Dann kommt es im dritten Schritt zu einer Hierarchisierung der so markierten Gruppen, wobei es eine ungleiche Bewertung gibt. Es geht vor allem darum, dass die anderen negativ bewertet werden. Und hier ist ein ganz wichtiger Begriff. Es geht um die negative Bewertung der rassifizierten anderen. Im Original steht racialized. Der Rassifizierungsbegriff ist insofern wichtig, als diese Theorie natürlich nicht davon ausgeht und gerade leugnet oder nicht leugnet, sondern darauf hinweist, dass es eben keine Rassen gibt im biologischen Sinne. Ja, das ist eine Erfindung, eine Chimäre. Aber das hindert natürlich Menschen nicht daran, trotzdem Gruppen so einzuteilen, als gäbe es Rassen. Und das passiert eben auf Grundlage genau dieser Operation. Und diese Operation, diese Zuordnung zu vermeintlichen Rassen, das wäre eben die Rassifizierung. Ja? Und die rassifizierten racialized anderen werden negativ bewertet. Und diese naturalisierte Hierarchisierung und negative Bewertung führt dann dazu, dass Machtunterschiede, Ausbeutung und auch Ausgrenzung gerechtfertigt und legitimiert werden. Ja, wir hatten das auch gesehen in der Sitzung zum Thema Vorurteile. Was ist eigentlich die Funktion von Vorurteilen? Auch da hatten wir diese Rechtfertigungsfunktion, also die Rechtfertigung von Ungleichheit, von Ausbeutung und Ausgrenzung, dass genau das ist auch in dieser Rassismusdefinition eingefangen. Gut, dann möchte ich noch abschließend kurz eingehen auf ein Modell, was unter dem Schlagwort Rassismus ohne Rassen berühmt geworden ist. Sie erinnern sich, in der Duden-Definition hatten wir schon gesehen, dass an die Seite der biologischen Unterschiede auch ethnisch-kulturelle Unterschiede gesetzt werden. Und genau
Hier greift das Konzept Rassismus ohne Rassen. Denn das ist ein Konzept, was vor allem auf den modernen Rassismus abzielt. Denn es ist ja so, dass in unserer Gesellschaft der herkömmliche Rassismus mit der inzwischen wissenschaftlich widerlegten Annahme von biologisch bestimmbaren und auch biologisch belegbar ungleichwertigen Rassen natürlich längst öffentlich desavouiert ist. Das heißt, so ein ganz plumper, offener biologischer Rassismus wird nicht geduldet. Man schließt sich selber aus dem gesellschaftlichen Diskurs aus, wenn man ihn vertritt. Sie erinnern sich vielleicht an die Politolinguistik, wo wir den Begriff des Stigma-Wortes haben, und Rassismus ist ein Stigma-Wort. Das hatten wir auch in der allerersten Sitzung gesehen, wenn man sich die Kollokationsprofile von Diskriminierung anschaut. Ja, also Rassismus als etwas, was es normalerweise zu vermeiden und zu bekämpfen gilt. Ja, also das Wort Rassismus ist ein Stigma-Wort. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem Rassismus als Einstellung und so weiter noch gibt. Ja? Es gibt natürlich ein begriffliches Problem, wenn wir von Rassismus sprechen, was man mal so fassen könnte. Die Rassismusdiagnose, könnte man meinen, präsupponiert ja geradezu schon die Existenz von Rassen. Ja? Wenn wir sagen, Rassismus heißt Diskriminierung aufgrund von Rasse, dann haben wir ja genau dieses Konzept, was so hochproblematisch ist, durch die Hintertür schon wieder eingeführt. Ja, und auf dieses begriffliche Problem reagiert nun auch das Konzept des Rassismus ohne Rassen. Das ist schon angelegt im Übrigen in der erweiterten Rassismusdefinition der Vereinten Nationen von 1963, wo wir schon sehr früh hier Folgendes lesen können. Da geht es um any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, color. Dann geht es aber weiter, descent or national or ethnic origin. Ja, also hier kommt auch sowas wie Abstammung, Herkunft, könnte man auch noch etwas neutraler sagen. Wenn man aufgrund von Herkunft unterschieden, ausgeschlossen und restringiert wird in seinen Handlungsmöglichkeiten, dann liegt Rassismus vor nach den Vereinten Nationen. Und in neueren Formen des Rassismus, das können wir vielfach beobachten, tritt deswegen auch an die Stelle einer biologisch bestimmbaren Rasse ganz oft etwas anderes. Wir haben uns im Seminar zu den Identitären, in denen einige von Ihnen vielleicht waren, uns mit dem Konzept des Ethnopluralismus auseinandergesetzt. Das ist genau das, was hier gemeint ist. Hier wird nämlich im Ethnopluralismus eine Kultur angesetzt, die aber ethnisch bedingt ist und ethnisch gebunden ist und genauso naturalisiert wird, wie normalerweise die Idee der Rasse naturalisiert wird. Also eine Kultur ist einer ethnisch bestimmbaren Gruppe von Natur aus mitgegeben und ist auch unabänderlich und führt dann im Konzept des Ethnopluralismus dazu, dass jedes Volk eben an seinem Ort bleiben und nur dort zu seiner kulturellen Entfaltung kommen kann. Ja? Und das ist aber eine durch und durch rassistische Einstellung, auch wenn sie selber gerade natürlich von sich behauptet, kein Rassismus zu sein. Aber wir brauchen so einen erweiterten Rassismusbegriff, und der ist in all diesen Konzepten, die wir besprochen haben, auch angelegt. Bei Hoffmann hatten wir gesehen, gibt es dieses Moment der Konversion, dass also solche Konzepte wie Kultur und Religion an die Stelle treten von rein biologisch bestimmbaren Indikatoren. Das ist die Literatur, auf die ich mich bezogen habe, wo Sie auch nochmals nachlesen können. Ich empfehle insbesondere nochmal hier diesen Artikel von Bendel Spitzmund zu Rassismus ohne Rassen. Ich danke Ihnen. Tschüss.